zurück auf meinem Kanal. Ich muss mir immer hier ranzuppeln, ne? Das ist schon hier Spleen. Ja, meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal, habe ich ja gerade schon gesagt. Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ihr seht, ich bin total ungeschminkt und ich habe hier ein riesenvolles Körbchen. Das heißt, es gibt wieder ein Abo-Boxen-Make-up von dem Monat November. Genau, von meiner Glossy Box, von meiner Pink Box und von der My Little Box. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und wir hatten den Primer, das wisst ihr ja, diesen Fix and Rouge Primer, den ich aber wahrscheinlich danach auch aussondern werde, weil ich kann einfach, Primer und Foundations vertragen sich auf meinem Gesicht einfach nicht. Es ist egal, welchen ich benutze und ich brauche auch keinen Primer. Also ich bin jemand, der keinen Primer braucht. Ich nehme meine Tagespflege und gut, also nee. Also Primer werden bei mir jetzt nach und nach ausgesondert, aber das ist jetzt noch mein Primer, den ich auch mal in der Glossy Box hatte und ja, den benutzen wir jetzt einfach mal, aber der kommt dann in mein aufgebraucht. Wer kann es gebrauchen? Ja, das wird nicht der einzige Primer sein. Ich habe, wie gesagt, noch mindestens, oh Leute, ich weiß es nicht, es ist kalt. ja. Also das ist ein Pore Minimal. Also ich habe eine unreine Haut bekommen seit Corona. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Total unrein, total. Also diese Milien, die kommen jetzt noch mehr raus. Aber die haben auch gesagt, etwas kann, also Hautausschlag kann auch eine Nebenwirkung sein. Und seitdem habe ich da irgendwie viele Probleme mit. Ja, wie gesagt, also der Primer. Du kannst jetzt auch als Tagespflege nehmen, ne? Das ist jetzt, ja, ein Satin Soft Blurring Primer, ne? Ja, aber wie gesagt, ich habe da echt ein Problem mit, dass die sich nicht vertragen. Ich lasse sie genug trocknen, aber die vertragen sich einfach nicht mit den Foundations, die ich habe. Und deswegen, ja, muss der auch weiter wandern. Und ich habe, Leute, noch reichlich hier. Reichlich. Und den werde ich jetzt jedes Mal, wenn ich ein Fullface habe, wenn ich einen Primer dazu nehme und den aber wahrscheinlich dann, der darf dann wahrscheinlich gehen. So, ich habe meine Pinsel vergessen. Uno momento, signore. Boah, kann sagen, das ist so leer bei mir. Ah, ich wollte ja diesmal. Okay. Ich wollte diesmal bei diesem Fullface, ne? Endlich mal meine Luvia-Pinsel nehmen, die ich ja von der lieben Summit geschenkt gekriegt habe. Dankeschön nochmal. Und ich habe sie bis jetzt noch nicht einmal benutzt. Aber ich habe gedacht, jetzt oder nie. Und ja, das sind die schönen Luvia-Pinsel. Ja, da freue ich mich jetzt drauf, die zu benutzen. Endlich mal. Endlich mal. Ja, gut. Primer, ne? Ihr seht, das ist alles eingezogen und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der Foundation. Da habe ich mir diesmal rausgenommen von Riva Loves Me den Triple Filter. Das Triple Filter Make-up, Primer, Concealer und Foundation in einem. Ja, gut. Aber den musst du schütteln. Schütteln, schütteln, schütteln. Ich finde das eine sehr schöne Foundation. Ich brauche die sehr gerne. Dann einmal hier ausdrücken und ich weiß noch nicht, ob es die noch gibt. Aber kann man ja mal gucken beim Rossmann, ne? So. Und dann mit der Pipette finde ich das immer gut. Ich gebe mir das dann aber auch immer sofort hier auf. Und ich brauche da ja auch nicht, ne? Also das sind Foundations, die nur ich benutze. Ist die schon fast leer? Nein, die ist doch nicht leer. Also wir, ja, ich lasse das jetzt so. Ich habe hier auch einen Foundation-Pinsel bei. Das ist Prime Vegan. Ja, das sind römische Zahlen. Ich und römische Zahlen, ne? Das ist dieser hier und ich würde sagen, wir geben uns den, wir geben uns die Foundation jetzt mal auf. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Luvia-Pinsel benutze. Also ein wunderschönes Pinselset bekommt ihr auch, habe ich mal geguckt, bei Amazon. Ja, kann man, werde ich euch unten auf jeden Fall auch wieder alles reinschreiben, was ich benutze. Damit ihr euch das eventuell nachkaufen könnt. Ja, okay, den Primer
kommt ja keiner nach. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wo es den gibt. Aber ja, ich bin da immer nicht so, also im Moment hat man immer so dasselbe in der Glossy Box, finde ich. Da so läuft heute extrem. Ja, das finde ich nicht so toll. Ja, bin ich im Moment nicht so begeistert von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ziehe mir die Foundation ja auch immer hier runter. Aber ich habe im Moment ein bisschen Probleme mit, mit der Trockenheit im Gesicht. Deswegen werde ich hier, nehme ich im Moment mal so ein Spray, gehe hier mir drüber und tapere mir das nochmal mit meinem Pinsel ein. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Also, der ist schön weich, der Pinsel, ne? Der gefällt mir. Ja. Der gefällt mir. Wahrscheinlich habe ich die Pinsel auch noch nicht benutzt bis jetzt, weil ich keine Lust hatte, die dann zu waschen. Und weil die etwas teuer sind, weil man nutzt doch keine teuren Pinsel. Ja, total bescheuert, ich weiß. Naja, egal. So, ich glaube, die haben wir jetzt ganz gut verteilt, ne? Passt auch zu meinem Ton auf jeden Fall. Ja, ich nehme ja immer die hellsten Farben an Foundation. Und bis jetzt hat das immer gut funktioniert. Und so, also ich nehme am liebsten, obwohl hier guckt ein Haar raus, was ist denn das? Ich nehme wirklich am liebsten Pinsel für mein Gesicht. Ich habe zwar auch diese SpongeBobs, aber damit arbeite ich irgendwie ganz selten. Ich weiß auch nicht warum. Meistens immer, wenn ich nur Kunst-Make-up mache. Ja, naja. So. Ich würde sagen, Grundierung steht. Packen wir dich mal hier rein, du Pinsel. Ihr seht, der ist jetzt gebraucht. Oh mein Gott, ich muss ihn putzen. Ja. Jetzt kommen wir zum... Ich muss das erstmal alles hier hinstellen, damit ich weiß, was ich gebraucht habe. So, wir kommen jetzt zum... mein Gott. Ja. Bronzer. Mein Gott. Ich hab's wohl nicht. Bronzer. Da habe ich nämlich von Essence, von der lieben, meiner lieben Tanja, im Adventskalender gehabt. Essence Hey Cheeks Blush, Bronzer und Highlighter Palette. Und dann nehmen wir uns jetzt erstmal schon mal den Bronzer raus. Es ist noch festgeklebt. Ich kenne die Palette gar nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Ich hab die noch nie gesehen. Warum klebe ich das so fest an beiden Seiten? Ja, als Schutz, ich weiß. Aber dann gehe ich mit den Fingernägeln da rein. Naja. Also, ich werde mir jetzt auf jeden Fall diesen Ton hier nehmen. Und da habe ich so einen schönen angeschrägten Pinsel auch von Lovia. Und den, da gehe ich jetzt halt mit rein. Ich liebe das, wenn die so abgeschrägt sind, die Pinsel. Und ja, setze mir... Oh. Oh. Oh, das ist aber ein Bronzer, der ist rötlich. Okay. Okay, sehr warm. Ich werde mir diese Seite jetzt hier mal so am Auge freilassen, weil ich das nämlich jetzt auch mal gesehen habe in Videos, dass man das so macht und dass das irgendwie hebt oder so. Keine Ahnung. Der ist sehr rötlich, wirklich, ne? Ein wirklich sehr rötlicher Ton. Sehr, aber warm. Warmer, rötlicher Ton. Passt Herbst und Winter. Passt auch zum Sommer. Finde ich jetzt nicht unübel, ne? Also, kannst du auch schön verblenden. Das ist das Wichtige daran. Schön verblenden. Ne? Da lasse ich auch die Stelle frei. Ja, ich werde mir jetzt den halt ein bisschen quetschen und auf meine Nase setzen. Und den Rest vom Pinsel streiche ich immer hier so an meinem Hals noch runter. Ein bisschen verblenden. Ja, auch ein schöner Pinsel, ne? Doch. Gefällt mir gut. Ein schöner, warmer Ton. Geht ins Rötliche, muss man mögen. Aber ich finde es gut.
Jo, ich find's gut. Genau. Blush. Blush haben wir jetzt. Genau, Blush, Blush, Blush. Wollte ich genau aus der Palette nämlich auch nehmen. Ich weiß nur noch nicht welchen. Ob den, den oder den. Der ist schön peachy, ne? Aber ich werde den hier nehmen. So ein Rosenholzton. Und nehme jetzt halt diesen Pinsel. Ja. Den etwas größeren hier. Und ja, obwohl, nee. Ich werde den hier nochmal nehmen. Den ich gerade für den Bronzer genommen habe. Den nehme ich jetzt halt nochmal für mein Blush. Und setze mir den hier drüber. Der hat einen schönen Glanz auch, ne? Guckt euch das mal an. Mhm. Schön. Lässt sich auch schön verblenden. Oh, die Palette gefällt mir richtig gut. Und dann brauchst du auch, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie unterwegs bist, nimmst du halt die Palette mit, ne? Hast du alles drin. Und hast du auch Topper da drin. Highlighter ja auch. Obwohl Highlighter, da haben wir ja was, ne? Da hatten wir eine Palette in der Pinkbox. Ach, guck mal. Der ist schön, der Blush. Mhm. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine schöne Farbe im Gesicht. Oh ja, oh ja. Sehr, sehr fein. Sehr fein. Sehr, sehr fein. Genau. Und ich habe ja auch noch ein Setting-Puder. War jetzt nicht Dings, aber dann nehme ich hier mal diesmal das von Unique. Das Setting-Puder. Und gehe halt mir großzügig jetzt mal da so rein. Und sette mir einfach jetzt erstmal hier die Base, ne? Mache ich sonst auch nicht, mal wirklich immer nur im Full-Face-Schminki. So nimmt man sich ja auch immer so noch so ein bisschen, wenn man halt zu viel drauf gemacht hat, doch ein bisschen wieder weg. Aber es kommt ja auch durch die Fette der Haut, ne? Das kommt ja alles wieder so ein bisschen durch, da habt ihr dann auch noch wieder Glow. Es gibt natürlich Menschen, die mögen das nicht mit Glow, die mögen lieber matt, die anderen mögen lieber halt den Glow. Das ist immer unterschiedlich, ne? Aber jetzt haben wir uns das ein bisschen gesettet, ne? Und ja. Jetzt, ich merke nämlich, dass das so ein bisschen fest ist im Gesicht. Ich werde mir einfach nochmal meinen Spray aufgeben. Ein bisschen Feuchtigkeit ins Gesicht, das kann nicht schaden. Ne? Genau. Ja, als nächstes mein Augenbrauenstift. Das ist im Moment mein absoluter Liebling hier von Trend It Up, den Eyebrow Pen. Der hat hier vorne halt was zum Anspitzen und dir hinten dann noch den passenden Spoolie dabei. Den nehme ich im Moment sowas von gerne. Ja, der macht mir richtig Spaß. Der funktioniert. Der hat eine schöne Farbe. Der ist nicht zu dunkel, nicht zu hell. Ich habe irgendwie einen komischen Fleck hier auf meinem Spiegel. Ich habe ihn doch vorhin sauber gemacht. Seltsam. Ne, und am Ende geht man schön mit dem Spoolie da durch und dann, man hat seine Augenbrauen unheimlich schnell fertig mit dem Stift. Der gefällt mir richtig gut. Und Trend It Up ist auch nicht teuer, ne? Ja. Und man kann immer noch so schön nachbessern. Noch ein bisschen mehr Farbe drauf haben will. Ne, das ist im Moment wirklich so mein Liebling. Den nehme ich absolut gerne. So. Einmal mit dem Spoolie durch, damit die auch schön liegen. So, genau. Ja, da haben wir die Augenbrauen schon fertig, ne? Easy peasy, schnell gemacht. So, ja, kommen wir jetzt zu den Augen. Zu den Augen, Leute. Da haben wir hier so viel. Ich habe mich dazu entschlossen von Essence. Wir haben ja noch keinen Highlighter drauf. Das machen wir ja gleich mit dieser tollen Essence Pure Nude Sunlighter Palette, die ich ja in der Pinkbox hatte. Und guck mal. Da habe ich mich jetzt zu entschlossen, daraus auch ein Augen-Make-up zu machen. Aber da wir ja da nur glänzende Töne drin haben, habe ich mir meine Douglas My Contouring Palette noch zur Hand genommen. Weil da haben wir schöne matte Töne drin. Und da können wir halt einen super Look dann mit schminken. Also hoffe ich. Na,
da haben wir wirklich diese tolle Palette. Alles nur matte Töne. Und da habe ich halt auch hier den Ton, wo ich jetzt mein Auge mit setten kann und dann halt auch mit matten Tönen arbeiten kann. Weil nur Glanz, klar, habe ich auch schon gehabt. Aber na, das ist nicht das, was ich heute wollte, nur Glanz auf den Augen. Deswegen kleben wir aber erstmal ab mit meinen Catrice-Blättchen. Das ist mein letztes. Ich finde die bei uns hier nicht, beim DM. Naja, da muss ich durch, da muss ich halt wieder Tesa nehmen. Das gibt Schlimmeres. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Pinsel funktionieren von Luvia, ne, auf dem Auge. So, ja, abgeklebt ist abgeklebt, genau. So ein bisschen näher. Ja, ihr seht, bis jetzt, aua, das war zu nah. So, ach so. Ja, was nehmen wir denn jetzt für ein... Ah, hier sind so schöne drin. Ich glaube, ich werde den hier nehmen. Das ist die Nummer 6, glaube ich. Ja. Und da gehen wir jetzt wirklich in diesen... Nee, ich muss mal gucken. Nee, das ist eher gelb. Nee, wir nehmen diesen Ton. Das ist dieser helle. Und damit setzen wir jetzt erstmal hier. Oh, schön. Da hat man keinen Krise drin. Und oh, schöner Setting-Ton. Und die Palette, Leute, die habe ich bei Douglas, nicht direkt bei Douglas gekauft, sondern bei uns hier beim Thomas Phillips. Total günstig. Die hat, glaube ich, gekostet 2,99. Ja, lass 3,99 gewesen sein. Ist ja auch toll, ne? Ein bisschen vorlaut hier. Aber da müsst ihr gucken. Wenn ihr einen Thomas Phillips habt bei euch in der Nähe, geht mal da rein. Und die müssten eigentlich auch so eine Douglas-Abteilung haben. Also das haben sie auf jeden Fall bei uns. Und da ist immer, ja, das wechselt halt immer so zu den Jahreszeiten meistens. Sonst ist es ein bisschen schwierig, da hat man immer dasselbe. Aber da kann man sich auch das ein oder andere Schnäppchen mitnehmen, ne? So, ja, ist doch mal ein schönes Setting-Puder, ne? Ja, schön, etwas heller. Doch, das gefällt mir. Ja, dann werden wir jetzt mal die Essenspalette hier nehmen, ne? Und, oder werden wir, nein, wir werden die noch nicht nehmen. Oder doch? Doch. Oder doch nicht? Oder doch oder doch nicht? Oder man weiß es nicht. Nee. Ich will mir ja erstmal hier was in meine Lidfalte setzen. Und da werde ich jetzt diese Farbe aus der Contouring-Palette nehmen. Und denselben Pinsel. Dippe rein und dann gehe ich in meine Lidfalte, die Farbe. Können wir, glaube ich, noch ein bisschen kräftiger reingehen? Ah ja, jetzt sieht man auch was, genau. Auf jeden Fall wird es heute sehr glänzend und auf dem, ja, beim beweglichen Lid. Das kann man doch schon mal so stehen lassen, ne? Und auch der Pinsel ist wirklich Töfte. Ja, jetzt werde ich doch mein Luvia-Set mal hier öfter nehmen, ne? Es nützt ja nichts, wenn das noch da in der Ecke rumgammelt, das wollen wir ja auch nicht. Dafür sind sie ja da. Die sind so schön weich auf dem Auge. Überhaupt nicht kratzbürstig oder so. Richtig schön. Hm, toll. Toll, toll, toll. Also das ist eher so eine Ockerfarbe, Senf oder so. Hm? Ja, gut. Also, ja, wir haben nämlich hier auch so einen Pinsel drin. So einen, ja, so einen, den man früher immer hatte. Und ich glaube, da sind wir mit den glänzenden Farben gar nicht mal so passt das, glaube ich, ganz gut. Und ich werde mir jetzt hier erstmal außen diese Farbe hinsetzen. Ich probiere das mal mit diesem. Okay, das funktioniert nicht. Ja, das ist ja eigentlich auch nur eine Highlighter-Palette, ne?
Deswegen gehen wir jetzt mit dem Finger mal rein. Und dann sitzen wir uns. Ja, das geht besser. Wie gesagt, das ist ja eigentlich auch nur eine Highlighter-Palette. Aber man kann mit Highlighter oder mit einer Konturpalette wie die von Douglas jetzt hier auch ja, sich einen schönen Augenlook schminken. So ist das nicht. So. Ja. Dann möchte ich mir daneben diese Farbe setzen hier. Die hat leider keinen Namen. Ne, da habe ich noch einen. Leider keinen Namen. Aber die setzen wir uns jetzt mal in die Mitte. So direkt daneben. Oh, wir müssen gleich noch künstliche Wimpern draufpacken. Oh, mit einem Magnet-Eyeliner. Hurra! Ich freue mich. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Aber egal. So, und vorne kommt dieser hin. Wir probieren das einfach aus, ne? Dafür haben wir es ja. Oh, das ist aber ein schöner Ton. Holla. Wow. Okay. Ja. Den setzen wir uns jetzt hier mit. Auch noch vorne. Rein. Geht das diesmal? Das geht. Das geht. Ich bin ja nicht so der Freund von diesen Pinseln. Ich weiß gar nicht, wie heißen die? Helft mir auf die Sprünge. Wir kommen, und ich komme gar nicht wieder. So, da bin ich wieder mit meiner Palette. Und ja. Ich setze mir wirklich diesen Toni. Ich weiß nicht, wie heißt die? Wie heißt der Pinsel? Wie nennt man den? Ich habe keine Ahnung. So. Ich werde mir jetzt von denen hier noch ein bisschen hinten hingeben. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Wie gesagt, es ist eine Highlighter-Palette, aber ich wollte wirklich mal alle Töne ausprobieren, weil du packst ja nicht alle Highlighter ins Gesicht, ne? Ja, und dann haben wir jetzt den hier ja in der Mitte benutzt. Also sie lässt sich wirklich schön hier auftragen. Mal gucken, wie es gleich aussieht, wenn ich mir den ins Gesicht gebe, noch den Highlighter. Ich weiß noch nicht, welche Farbe. Und dann hier diesen Peach-Ton ganz nach vorne. Ja, das ist ein Alltagslook, ne? Ein Alltagslook. Zwar etwas glänzend, aber ein Alltagslook. Jetzt nehme ich mir auch wieder diesen Pinsel und setze mir den hier vorne hin. Ja. Warum nicht? Warum nicht mal eine Palette zweckentfremden, ne? Genau. So. Wir nehmen das jetzt hier ab. Boah, was ist denn da los heute? Oh. Oh. Das sitzt aber fest. Das ist aber nicht so schön. So, dann den Rest hier mir noch. Also Fallout hast du ja hier fast gar nicht. Aber wir werden jetzt natürlich den Highlighter nehmen. Und den auch mal als Highlighter nehmen. Genau. So, dann werde ich etwas diesen etwas größeren Pinsel nehmen. Und welche Farbe nehmen wir denn jetzt, Leute? Die hatten wir noch nicht, ne? Obwohl, ich glaube, ich nehme die. Ich liebäugle damit. Ich finde die schön. Das ist peachy. Und das setze ich mir jetzt hier. Oh. Hohoho. Oh ja. Also das ist wirklich eine schöne, schöne Palette, ne? Und die ist ja auch überhaupt nicht teuer, ne? Oh. Okay. Oh, den Rest von meinem Pinsel packe ich mir immer gerne auf die Stirn. Ne? Oh. Also der ist sehr präsent. Aber Highlighter darf das auch, finde ich. Highlighter darf präsent sein. Dafür ist es ein Highlighter, ne? So, Lippenherz. Packe ich mir ja gerne mit dem Finger drauf. Reicht schon. Also die Palette ist Töfte, ne?
Super klasse. Meine Augenbraue nehme ich mir wieder diesen hier und setze mir das Rosa auch hier drunter. Also wir haben heute einen Glitzertag, Leute. Wir haben heute einen Glitzertag. Schön. Mhm. Sehr schön. Ja, ich find's gut. Ich finde die Palette toll. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendwas wegen der... Nö. Ach ja, unten drunter, genau. Unten drunter und das Auge. Müssen wir ja auch noch was setzen. Und da werde ich mir aus der... Doch. Ich werde mir diese Farbe hier nehmen aus der Contouring-Palette. Und wir haben ja hier auch schönen schmalen Pinsel drin. Da gehe ich jetzt rein. Oh, aufpassen. Und setze mir den hier unten hin. Das ist eine schöne Farbe. Ja. Ich gehe ganz bis nach vorne damit. Und streiche mir das auch hier so ein bisschen hoch. Mhm. Ja. Andere Seite auch. Auch bis ganz vorne. Und einfach hier auch hochstreichen etwas. Ja, das finde ich schön. Mhm. Und ein bisschen verblenden natürlich, damit das nicht so hart ist. Jetzt fängt mir wieder meine Nase an zu laufen. Ja, damit haben wir das da, ne? Die zweckentfremdet für den Lidschatten, genau wie die Essence auch zweckentfremdet für den Lidschatten. Ja, und Töfte, ne? Kannst du mitleben. Kannst du mitleben. Jetzt wird's haarig. Jetzt wird's haarig. Ich gebe mir nochmal einen Stoß hier Feuchtigkeit ins Gesicht. Damit sich das halt noch so schön miteinander verbindet. Jo. Ja. Jo, wir probieren das jetzt einfach mal aus, ne? Dafür haben wir es ja. So, also, hier ist Magneten-Eyeliner. Da steht eine Bedienungsanleitung dabei. In Deutsch. Oh, können wir das nicht noch kleiner machen? Gebrauchsanweisung. Okay. Am Wimpernkranz entlang eine Linie mit dem KISS Magnetic Eyeliner ziehen und das Produkt trocknen lassen. Wimpern direkt auf den aufgetragenen Eyeliner. Okay. Ja, das ist der Eyeliner. Und das sind... Ja, hä? Das ist aber auch doof, oder? Guck mal, die haben zwei verschiedene Namen. Und das sind zwei verschiedene Sorten, oder ist das dasselbe? Keine Ahnung. Wir schütteln ihn auf jeden Fall, weil da hat eine Kugel drin. Und dann ziehen wir uns jetzt hier einen Eyeliner. Und dann schauen wir mal, hole ich euch gleich wieder dabei. Ich werde mir den jetzt erstmal hier ziehen. Und dann seid ihr wieder dabei, wenn es an die Wimpern geht. So, da bin ich wieder. Und ich habe mir jetzt den Eyeliner aufgegeben. Der ist auch angetrocknet, aber der blutet aus. Ne? Und das ist überhaupt nicht schön. Und ich habe extra nicht so viel genommen, aber der blutet aus. Naja, jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ne? Also, gut, do you Espanol? Nein. Also, Wimpern direkt auf aufgetragenen Eyeliner applizieren. Bevor ich in der Wattestelle im Make-up-Entferner vorsichtig das Produkt damit entferne. Gut, also wir werden uns jetzt erstmal hier, schauen wir mal. Ich werde die jetzt ein bisschen hier knicken. Und wenn nicht, haben wir nur einen Eyeliner, ne? Ich habe noch nie Magnetwimpern benutzt. Okay. 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 Anscheinend sind die schon drauf. Okay. Funktioniert. Ja, aber sind jetzt auch nicht die schönsten Wimpern, ne? Aber der klebt richtig gut.
Der klebt richtig gut. Jetzt müssen wir die natürlich noch tuschen, ne? Aber der klebt richtig gut. Aber das Einzige wirklich, was mir nicht gefällt, ist, dass der so ausblutet. Das ist überhaupt nicht schön, ne? Aber ich habe mir jetzt hier, da. Genau, meine Wimperntusche. Und ich werde mir die jetzt tuschen, dann bin ich gleich wieder bei euch. Wir haben nämlich hier noch einen Eyeliner. Quasi, wir haben noch zwei Eyeliner. Ja, ich habe hier den noch von Illa Masqua, den Eyeliner. Gut, ich kann jetzt nur einen nehmen, ne? Und ja, aber den goldenen, den werden wir uns hier gleich noch auf die Wasserlinie geben. Aber erst werde ich die jetzt tuschen und dann bin ich gleich wieder bei euch. Schauen wir mal, wie sie dann aussehen. So, da bin ich wieder. Und ja, ich würde sagen, also ich habe sie jetzt getuscht mit meiner Rival de Loop Star Sky Mascara. Das sind jetzt nicht die schönsten Wimpern, ne? Ich hatte schon mal welche, die waren schöner. Aber jetzt vom Weiden finde ich es nicht schlecht. Vom Weiden finde ich es nicht schlecht. So, ja, mein goldener, genau, mein goldener Eyeliner, den hatten wir ja auch in der Box drin. Die Feiner Liner, genau wie den von Illa Masqua. Aber den müssen wir dann aber beim nächsten Mal nehmen. Und den setzen wir uns jetzt erstmal noch auf Wasser. Ich glaube, den habe ich schon mal einmal gehabt, habe ich aber weitergegeben, weil der mich so überhaupt nicht begeistert hat und irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat. Und hart war. Ja, aber der muss erst ein bisschen warm werden. Dann kann man sich den schön aufmischen. Den kann man sich auch oben drüber geben als Eyeliner, ne? Aber wir geben uns den jetzt einfach unten drunter auch ein bisschen hier. So. Oh, da haben wir schön Gold, hä? Ja. Das Einzige, was wir wirklich diesen Monat nicht drin hatten, ist ein Lippi. Schade. Aber ich habe einen von meinen rausgenommen aus meiner Box. Wie gesagt, der Eyeliner, der blutet ein bisschen aus, ne? Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber gut, sei es drum. Wir haben jetzt das Beste irgendwie draus gemacht. So, den goldenen haben wir auch sitzen. Wir haben einen sitzen, genau. Ja, ach ja, wir haben ja noch dieses Parfüm hier drin. Wo ich ja nicht riechen konnte, als ich die Box ausgepackt habe. Diesen blöden Virus. Und jetzt gehen wir uns den mal auf und gucken. Oh, der ist aber sehr männlich. Okay. Männlich. Naja. Naja. Okay. Wir kommen zum Lippi. Lippi, Lippi, Lippi. Da habe ich nämlich einen matten Stay Matte Liquid Lip Color von Rimmel London. Kann man auch als Rouge nehmen. Okay. Ich glaube eher nicht. Ja. Und den geben wir uns jetzt mal auf. Da haben wir so ein Füßchen. Das wird extrem. Ich hoffe, den kriege ich wieder ab. Oh wow, was für eine Farbe. Lässt sich aber gut auftragen. Ja, normalerweise wäre besser, wenn du noch einen Lip Liner hast, ne? Aber ich finde, mit denen kannst du das auch gut machen. Der hat eine schöne Spitze. Und da kann man richtig toll auftragen. Wow, schönes Rot. Wow. Passt jetzt aber auch gut zu den Wimpern, ne? Wow. Mein fertiger Look.
Ja, wir sind fertig. Haben wir noch was vergessen? Nö, ich glaube nicht. Wie gesagt, der blutet jetzt ein bisschen aus. Das finde ich eher nicht so toll. Da kann man dann nochmal hier, oder muss man nochmal mit dem Pinsel hier hergehen. Und das kriegst du gar nicht so einfach weg. Da machst du es nämlich meistens noch schlimmer mit. Das ist jetzt natürlich nicht so toll, ne? Aber gut. Ein bisschen hier drauf geben. Jetzt müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch noch ein bisschen nachlegen. Wollen denen ja nichts nachstehen. Ja, das ist jetzt nicht so toll, dass der so ausblutet, ne? Aber ich muss sagen, die Wimpern halten. Die Wimpern? Oh mein Gott. Man hat überall das Schwarz. Überall das Schwarz. Ja, es ist nicht einfach damit, Leute. Also bloß nicht zu viel drauf geben. Wenn ihr die habt. Oh, mit wenig arbeiten. Ja, man will natürlich auch, dass die halten, ne? Aber gut. Ja, diese Seite ist jetzt halt ein bisschen schwarz. Dann müssen wir dann halt von dieser Palette hier noch was nehmen und ein bisschen hier reinarbeiten, damit das hier ein bisschen die Ähnlichkeit hat mit drüben. Manu! Ja, das ist halt Joni. Manchmal, ja. Dann hast du halt hier jetzt auch ein bisschen dunkler und dann fällt das jetzt nicht so auf, ne? Okay, jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen her. Zack. Und das ist mein fertiger Look von meinen Abo-Boxen. Mein Abo-Boxen-Look. Habe ich einen Fleck da? Ja, auf der Kamera ist ein Fleck. Ja, mein fertiger Abo-Boxen-Look. Das ist er. Tada! Ich hole euch mal näher in deine Augen. Ja, da seht ihr, dass der halt ein bisschen ausgelaufen ist, da auf der Seite, ne? Da. Ja. Aber so, die Wimpern halten. Töfte sind jetzt nicht die schönsten Wimpern, ne? Für mich, also. Hm. Und, aber der Lippi, ne? Hm. Aber ich habe also normalerweise, die Wimpern passen besser zum Bam-Look. Ja, gut, mit der Palette konnte ich nicht Bam machen, sondern es ist halt ein dezenter Look geworden. Ja. Das Schwarz stört mich da unheimlich, ne? Das macht mich kirre, ne, gerne. Ich brauche da mal ein bisschen hier, nee, das geht so nicht. Das kann man doch so nicht lassen. Aber macht es immer schlimmer, ne? Je öfter man da drauf rumtatscht, jetzt habe ich meinen Pinsel mal ein bisschen nass gemacht. Ja, komm, das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Ja. Das lassen wir jetzt so. Mhm. Ja, dann sind wir fertig, ne? Fertig mit dem Abo-Boxen-Make-up. Das war diesmal auch wieder sehr, ja, reichlich. Reichlich, was wir zu tun hatten. Ja. So, dann verabschiede ich mich und ich würde sagen, kann man so stehen lassen. Ja, interessant mit den Wimpern. Die Eyeliner, ach, die Magnetwimpern. Finde ich nicht schlecht. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und ich bin gespannt, was wir in den Abo-Boxen im Dezember drin haben und daraus zaubern werden. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.